Peter Peckron hat letztes Jahr ein Grundstück am Stadtrand gekauft. Dort hat er ein Haus für seine Familie gebaut. Zur Arbeit muss er ein bisschen weiterfahren. Mit seinem Haus ist er jedoch zufrieden. Er hat einen großen Garten und 4 Zimmer. Norbert Kaiser und seine Frau, Silvia Kaiser, wohnen in ihrer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses. Die Wohnung ist teuer. Die Kaltmiete kostet pro Monat nur 1.200 Euro, aber sie müssen noch Nebenkosten etwa 160 Euro zahlen. Die Wohnung ist aber gemütlich. Petra Schwanz ist Studentin und mietet ein WG-Zimmer. In ihrer Wohngemeinschaft wohnen auch noch 3 Studenten. Sie haben eine gemeinsame Küche. Die Miete ist sehr günstig. Sie zahlt jeden Monat nur 300 Euro. Ihre WG liegt auch in der Stadt. Jonas Naujoks und seine Familie wohnen in einem Reihenhaus. Ein Reihenhaus ist ein Einfamilienhaus. Die Miete von einem Reihenhaus ist etwas teurer, aber das Haus ist groß und es hat 3 Zimmer. Das ist sehr gut für die Kinder. Wichtige Information: Die Warmmiete, auch Bruttomiete genannt, umfasst die Summe aus Kaltmiete und Nebenkosten, die für eine Mietwohnung oder ein Mietshaus anfallen. In der Regel macht die Warmmiete den Betrag aus, den Mieter monatlich an ihren Vermieter zahlen. Mieter müssen beim Beginn des Mietverhältnisses in aller Regel eine Mietkaution zahlen. Damit will sich der Vermieter für den Fall absichern, dass der Mieter seine Pflichten aus dem Mietvertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt, Zahlungen schuldig bleibt.